rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes 1972/82. Der Gesetzentwurf wird eingebracht von der Ministerin. Bitte sehr, Iska. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt vorhin, ich bin sehr engagiert bei dem Thema. Ich komme jetzt wieder ein bisschen runter. Das Gesetz, das ich jetzt einbringe, ist natürlich auch sehr wichtig, aber es ist halt viel formal und nicht so emotional. Seit der Auflösung der Landwirtschaftskammern im Jahre 1969 regelt das Berufsstandsmitwirkungsgesetz die Mitwirkung der landwirtschaftlichen Berufsverbände bei vielen Entscheidungen der Landwirtschaftsverwaltung. Dazu gehört unter anderem die Förderrichtlinie wie Halm, also über die ich vorhin gerade gesprochen habe, oder die Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete bei dem wichtigen Thema unseres Zukunftspakts, aber auch z.B. zum Landesentwicklungsplan, auch die Umsetzung des Düngepflanzenschutzrechts oder Benennung von Sachverständigen gehört ebenfalls dazu, um Ihnen einige Beispiele zu nennen. Wir haben hier also die institutionalisierte Einbindung des landwirtschaftlichen Berufsstandes, was uns sehr wichtig ist. Mit dem vorliegenden Änderungsentwurf wollen wir nicht nur die bewährte Zusammenarbeit fortschreiben, sondern wir wollen auch den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen. So haben wir heute z.B. eine positive Entwicklung im hessischen ökologischen Landbau mit 394 neuen Betrieben und 24.000 Hektar zusätzlicher Fläche im Vergleich zum Jahr 2014. Das soll sich dann auch entsprechend bemerkbar machen bei den Sitzen im Interessensverband des Landesagrarausschusses. Die Vereinigung Ökologischer Landbau ist ein Zusammenschluss von 5 Einzelverbänden. Sie sollen einen zweiten Sitz erhalten im Landesagrarausschuss, aber ohne dass das zulasten anderer Verbände geht. Darüber hinaus soll die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, kurz ABL, erstmals einen Sitz erhalten, jedenfalls im Landesagrarausschuss. Das erscheint aus folgenden Gründen geboten. Hessen ist überwiegend, Gott sei Dank, immer noch durch eine Struktur kleinerer und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe geprägt. Und da wir neue Herausforderungen haben für die Landwirtschaft, die auch das Interesse der Gesellschaft widerspiegeln, z.B. an den Umweltschutz, den Klimaschutz, die Tierhaltung, also die ganze Debatte um das Tierwohl, das schlägt sich ja nieder dann auch in entsprechenden Richtlinien und auch Debatten, die im Landesagrarausschuss stattfinden. Das erhöht natürlich den Druck auch zunächst einmal auf die bäuerlichen Betriebe, wie das Ganze wirtschaftlich auch zu stemmen ist. Deswegen halte ich es auch für richtig, dass die ABL eine Stimme im Landesagrarausschuss bekommt, weil sie gerade die Vertretung dieser besonderen kleinen und mittleren Betriebe ist. Natürlich sind auch in anderen Verbänden solche Betriebsformen zu finden, aber die ABL ist hier noch einmal eine Sonderform. Ansonsten stellen wir im Gesetzentwurf noch klar, unter welchen Voraussetzungen die Eignung als Ortslandwirtin oder Ortslandwirt als gegeben angesehen werden kann. Grundvoraussetzung ist hier, dass die Landwirtschaft als Beruf betrieben wird, nicht als Hobby, weil es ja ein Berufsstandsmitwirkungsgesetz ist. Da schaffen wir eine Klarheit. Das ist es dann auch schon im Wesentlichen. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und würde mich freuen, wenn das Gesetz am Ende dann auch eine Mehrheit erhält. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. – Der Gesetzentwurf ist eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Kollege Heinz Lotz, SPD-Fraktion, beginnt. Jo.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Berufsstandsmitwirkungsgesetz ist schon ein Titel, der sich aus meiner Sicht sehen lassen kann. Und Frau Ministerin hat es gesagt, das Gesetz befasst sich in der Tat in vielen Teilen mit Formalitäten, die durchaus nachzuvollziehen sind und die man auch machen kann. Natürlich ist es aus unserer Sicht auch so, dass mit der Eilausfertigung des Gesetzes jetzt zum Ende, weil 2018 ausläuft, ja, wir wieder ein schnelles Gesetz brauchen, das in der Tat ja, auch ein bisschen früher hätte kommen können. Und der Entwurf geht in Teilen aus meiner und aus Sicht der SPD-Fraktion an der Lebensrealität von Landwirten und Landwirten, gerade in Hessen, vorbei. Uns hätte mal interessiert, Frau Ministerin, und das hätte durchaus auch Anhang des Gesetzentwurfs sein können, wie überhaupt der Schlüssel für die Besetzung des Landesagrarausschusses ist. Das heißt, wie viele Mitglieder oder wie die Berechnung der Mitglieder im Landesagrarausschuss vonstatten geht. Geht es da um die Mitgliederzahlen im Bauernverband, bei den Ökolandwirten oder auch jetzt bei der ABL? Also, das wollten wir schon noch einmal nachvollziehen. Dies können wir durchaus tun, dann in der Ausschussberatung. Dann gibt es eine Neufassung. Sie haben sie zitiert, den § 6 bei der Wahl von Landwirten und Landwirten zu Ortslandwirten. Das ist aus unserer Sicht natürlich auch ein Thema, weil es ja darin heißt, Sie haben es speziell momentan angesprochen, dass der Betrieb tatsächlich ein Betrieb sein muss, der Gewinn abwirft und der nur in Teilen auch hauptamtlich betrieben wird. Also wir sehen darin natürlich ein Problem, dass damit auch die bäuerliche Landwirtschaft bzw. die Landwirtschaft, die Kleinstlandwirtschaft im Prinzip benachteiligt wird und in solchen Fachausschüssen dann nicht mehr mitarbeiten kann. Hier sollten wir noch Überlegungen anstellen und sollten in der Tat überlegen, ob wir im Ausschuss da andere Formulierungen finden, bzw. wir müssten auch einmal schauen, dass wir entweder eine schriftliche Anhörung oder auch eine Anhörung mit den Verbänden, die hier beteiligt sind, machen. Meine Damen und Herren, es stellen sich bei diesem Gesetz durchaus noch andere Fragen. Wir haben gehört, dass neu dazukommt, das heißt, neue Sitze dazukommen. A, die Ökobauern kriegen einen Sitz mehr. Dann kommt, wie gesagt, die ABL hinzu, die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Ich frage mich, warum nimmt man da nicht andere Gruppierungen wie beispielsweise den BDM auch noch hinzu? Wenn wir schon eine solche Ausweitung machen, müssten wir auch in der Tat schauen, dass dann alle relevanten Gruppen sozusagen abgedeckt sind. Meine Damen und Herren, das sind so ein paar Fragen, die sich uns stellen bei dem Entwurf des Gesetzes. Ich denke, wir werden in konstruktiver Beratung das im Ausschuss dann begleiten und auch versuchen, hier für die Landwirte in Hessen zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Heinz Lotz. Das Wort hat der Abg. Kurt Wiegel, CDU-Fraktion. Kurt, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Berufsstandsmitwirkungsgesetz, auch der Kollege Lotz hat es eben gesagt, wurde 1969 entwickelt nach Auflösung der Kammern in Hessen. Früher gab es in Hessen auch eine Landwirtschaftskammer, die diese Aufgaben wahrgenommen hat. Die wurde damals abgeschafft, und es wurde dafür das Berufsstandsmitwirkungsgesetz
entwickelt. Ich denke, es ist ein richtiges Gesetz, einfach um hier auch den Landwirten und den damit einhergehenden Berufen, auch der Gartenbau ist ja dabei, darf man nicht vergessen, auch die haben dort ein Mitspracherecht im Landesagrarausschuss, aber auch im Gebietsagrarausschuss, um Entscheidungen auch der Landwirtschaftsverwaltung im Vorfeld mit zu diskutieren und dann auch in den Entscheidungen mit eingebunden zu sein, um hier vernünftige Lösungen auch zu bekommen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass das Gesetz auch weiterläuft. Auch das ist angesprochen worden, zum Ende des Jahres ausgelaufen. Ich denke, dass wir hier gut tun, dass wir es jetzt auch evaluieren und eventuell den einen oder anderen noch dazu nehmen. Ich denke, das ist auch mit dem Landesagrarausschuss soweit abgestimmt, die auch hier schon signalisiert haben, dass sie mitmachen. Ich denke, auch das ist wichtig. Das Gesetz hat sich über die Jahre seit 1969 bewährt und kommt auch draußen soweit gut an, dass man hier die Möglichkeit hat, auch mitzuarbeiten. Ich denke, auch die Landwirtschaft, auch das ist angesprochen worden, hat sich verändert. Ich denke auch, dass wir hier auch im Bereich ohne Weiteres der Ökolandwirtschaft den zweiten Sitz in diesem Gremium noch zusprechen können. Ich denke, auch der eine Punkt ist mir auch wichtig. Die Voraussetzungen, um als Landwirtin oder als Landwirt zu werden, sollte auch sein, dass man auch landwirtschaftlichen Hintergrund hat, dass man auch einen landwirtschaftlichen Betrieb führt. Denn auch das ist Sache des Berufsstandes beim Verkehrsgesetz, Bodenverkehrsgesetz, muss die Landwirtschaft gehört werden, wenn Flächen verkauft werden. Auch hier hat der Gebietsagrarausschuss ein Recht, da angehört zu werden und eventuell auch zu verhindern, dass es in verkehrte Hände geht, was die Frau Schott ja auch angesprochen hat. Ich denke, hier haben wir die Möglichkeiten, dort auch über diese Gremien mit einzugreifen. Ich denke, das Gesetz ist ein gutes Instrument, um gute und konstruktive Mitarbeit verschiedener Interessen und Verbände sicherzustellen. In diesem Sinn freuen wir uns auf die weitere Beratung im Ausschuss und hoffen, dass wir dort auch in diesem Sinn beraten können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Kurt Wiegel. Das Wort hat die Frau Abg. Feldmayer. BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht um das Berufsstandmitwirkungsgesetz. Wie es der Name schon sagt, soll der Berufsstand beim Thema Landwirtschaft mitreden können. Deswegen sage ich, das Gesetz hat sich auch bewährt. In dem Gesetz wird geregelt, was die Aufgaben des Gesetzes sind. Selbstverständlich geht es darum, dass man Stellungnahmen abgibt zu den Förderprogrammen der Landesregierung, zu den Agrarförderprogrammen der Landesregierung. Da ist es einfach wichtig, dass die Landwirtinnen und Landwirte auch mitreden und sozusagen aus ihrer Perspektive dann auch eine Rückmeldung geben, ob die Förderungen richtig sind, wie man sie unbürokratischer machen kann und was alles noch dazugehört. Das ist auch das, was wir unterstützen. Wir haben ja auch den Runden Tisch Tierwohl eingerichtet. In Hessen widmet sich ein großer Bereich auch dem Thema Nutztierhaltung und Tierwohl. Auch da braucht man die Brille der Landwirtinnen und der Landwirte und auch in ganz vielen anderen Bereichen. Deswegen muss ich sagen, das Gesetz hat sich bewährt. Es ist gut, dass es jetzt fortgesetzt werden soll. Aber es ist auch richtig, dass die Zusammensetzung des Landesagrarausschusses auch geändert wird. Denn wir haben ja durchaus eine Änderung hier in Hessen, was das Thema Landwirtschaft angeht, hinbekommen. Also, wir haben den Ökolandbau in Hessen gefördert, weil wir eben da auch mehr Ökolandbaubetriebe haben. Ich hatte vorhin schon einmal gesagt, 13,6 % der Fläche sind es. Der 2000. Betrieb hat umgestellt. Und wir haben die kleinen Betriebe, die weiterhin gefördert werden sollen und die erhalten bleiben sollen. Deswegen finden wir es richtig, dass die Vereinigung Ökologischer Landbau im Landesagrarausschuss einen zweiten Stellvertreter bekommt.
und wir finden es auch richtig, dass die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft aufgenommen wird. Ich hoffe, dass ich den Herrn Lotz jetzt nicht so verstanden habe, dass er das in Zweifel ziehen will und dass er sich dagegen ausspricht, dass diese Vertreterinnen und Vertreter dann auch dort in den Landesagrarausschuss kommen können. Ja, wir haben es ja auch schon bei dem Zukunftspakt Landwirtschaft so gemacht. Wir haben gesagt, die Landwirtschaft hat sich einerseits in Hessen strukturell entwickelt zu größeren Betrieben, aber auch ökologischere Betriebe sind dazugekommen. Deswegen haben wir auch den Zukunftspakt Landwirtschaft in Hessen weiterentwickelt und dort auch neue Vertreterinnen und Vertreter aufgenommen. Es ist richtig, das jetzt auch hier in diesem Gesetz zu tun. Über alles andere, denke ich, reden wir dann bei den Beratungen. Ich bin einfach gespannt auf die Anhörung und würde mich freuen, wenn das Gesetz, so wie ich es jetzt hier gehört habe, so viel Zuspruch bekommen würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wildmeier. Das Wort hat die Frau Abg. Knell, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das vorliegende Gesetz, das auf den ersten Blick ja so unspektakulär erscheint, hat es aus Sicht des Berufsstandes, dessen Mitwirkung hier geregelt werden soll, durchaus in sich. Zumindest werden einige Veränderungen geschaffen, die vor uns Fragezeichen aufwerfen und nach einer gewissen Einseitigkeit riechen. Kurz vor Ende der Wahlperiode versuchen die GRÜNEN einmal mehr, Gremien in der Landwirtschaft mit eigenen Gefolgsleuten zu besetzen. Und die CDU schaut einmal mehr zu, wie Stimmrechte in Gremien an grüne Politik angepasst werden und die grüne Landwirtschaft gegenüber den konventionellen Landwirten bevorteilt wird. Und es ist eine Bevorteilung. Es wird Sie nicht wundern, dass wir uns das sehr genau und auch kritisch anschauen werden, vor allem in welchem Verhältnis hier Veränderungen vorgenommen werden. Da erhalten die rund 2.000 Biobauern in Hessen halb so viel Stimmrecht wie die 27.000 Mitglieder des Hessischen Bauernverbandes. Das ist keine angemessene Verteilung. Und das erscheint auch bei allem Respekt für die Arbeit aller Landwirte in diesem Land keine der Größe des Verbandes angemessene Vertretung. Und dazu erhält die Arbeitsgemeinschaft der bäuerlichen Landwirtschaft ebenfalls einen Sitz, wie wir eben gehört haben. Wir werden uns im Rahmen der Anhörung sehr intensiv damit beschäftigen, wie viele Mitglieder diese lautstarken Verbände denn eigentlich haben. Und auch die Frage, unter welchen Voraussetzungen man Ortslandwirt werden kann, werden wir uns genau ansehen. Hier steht zumindest zu befürchten, dass durch das Heraufschrauben der Größe des Betriebes, die der Ortslandwirt bewirtschaften muss, um zum Ortslandwirt gewählt zu werden, in einigen ländlichen Regionen mit vielen Nebenerwerbslandwirten Probleme entstehen werden. Was Sie mit dieser Änderung bewirken wollen, ist mir schleierhaft, es sei denn, es ist das Ziel, weniger Ortslandwirte als Interessenvertreter zu haben, weil sie ihnen vor Ort vielleicht zu lästig geworden sind. Aber wie gesagt, wir werden diese Fragen bei der Anhörung hoffentlich auf den Grund gehen können. Darauf freue ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aussprache beendet. Und der Gesetzentwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Fachausschuss überwiesen. Das findet allgemeine Zustimmung und Jubel. Dann sind wir am Ende der Vormittagsberatung. Ich weise Sie noch darauf hin, dass jetzt zu Beginn der Mittagspause die Ausstellung „Die Rolle deines Lebens“ in der Ausstellungshalle eröffnet wird. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Das ist heute Mittag. Gut. Ja, meine Damen und Herren, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wir machen weiter um 15 Uhr oder 15.15 Uhr? 15 Uhr? Was? 15? Also ein bisschen Macht machen wir gar nicht weiter. Also, 15 Uhr geht es weiter. Gut, Sitzung ist unterbrochen.